Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, im letzten Part haben wir Flavia besiegt und uns den Hitzeorden gesichert. Fehlen uns noch vier. Das Wüstenresort oder die Wüste haben wir auch schon abgeschlossen. Heute wollen wir uns unserem Papa widmen. Und zwar, wie hieß der noch? Der Balanceorden? Ich glaube schon, ne? Ich würde erstmal sagen, auf nach Blütenburg City. Oh. Hey du. Na, alles bestens passt. Ah, den haben wir doch schon mal gesehen. Krieg ich von dir Stärke jetzt oder was? Nee, Naturkraft. Gibt übrigens 100 TMs. Ah nee, Formstärke haben wir ja schon bekommen. Ach. Maike wollte doch eigentlich in Bad Laberstadt auf uns warten, oder? Holen wir sie mal ab und dann geht's los. Und wenn ich könnte, würde ich den Trinkgeld geben. Ich glaube, so ab der 6. Gen ging das eigentlich. Na gut. Ich dachte, Maike wartet hier. Achso, da ist sie doch. Wollen wir wirklich zusammen? Ja, können wir gerne machen. Alles klar, dann lass uns aufbrechen. Da wären wir. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich drück dir die Daumen. Beide Daumen für den Arena-Kampf, Totti. Ich will, dass du gewinnst. Also dann, mach's gut. So, Papa. Hey, warte du Champion-Spin! Na, wie sieht's aus? Die Türen in den einzelnen Räumen dieser Arena öffnen sich erst, wenn du die dazugehörigen Trainer besiegst. Huch, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen, also greif mich bitte nicht an. Die Trainer in der Arena von Blütenburg City setzen übrigens die verschiedensten Items ein. Die Tür auf der linken Seite führt in den Raum der Init. Die Tür auf der rechten Seite führt in den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet. Lies genau, was auf ihnen steht und triff eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Dann, ach, genug geredet. Hals- und Beinbruch. Hier werden wir nicht alle Arena-Trainer besiegen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Hihi, dies ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke ein Treffer ist. Ja, Sternschauer. Zauberblatt. Oh, hallo, Nick. Hoho. Feuerfeger. Ab wann brauche ich auf Feuerfeger? Ah, es erfüllt auch seinen Zweck. Hier warten noch weitaus stärkere Gegner auf dich. Ach ja. Bleiben wir mal rechts. Raum der Erholung. Immer wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner die KP seines Pokémons auf. Kannst du dir vorstellen, wie frustrierend das ist? Nein. Dann lass mich dir kurz demonstrieren, wie sich das anfühlt. Obwohl, Genesung könnte auch sein. Ein Gerdax mit Erholung. Oh.
Wahrscheinlich dann noch mit einer Maronenbeere oder, ja, oder einer Zitrusbeere. Aber ich glaube eher eine Maronenbeere. Doppelkick, das sollte ausreichen. Ja. Jawohl, 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 jawohl. Ich werde es dir garantiert nicht leicht machen, nur weil du der Sohn unseres Arenaleiters bist. Ich werde dir beibringen, was es für ein Pokémon bedeutet, einen Volltreffer einzustecken. Ein Sengoku. Unser Papa müsste, also Norman müsste eigentlich Bumels, Muntier und Letarking haben. Wohl hat er nicht in einer Gen sogar zwei Letarkings? Bin mir gerade gar nicht sicher. Dein Vater ist wirklich stark. Ich habe sehr großen Respekt vor ihm als Trainer. Und ich sehe, dass deine Stärke auch in dir ruht. Ich will... Warte... Spalboss, ab nach vorne mit dir. Hallo Papa. Oh, und anscheinend meditiert unser Vater, oder? Sieht so aus. Du hast dir also 4 Arena-Orden erkämpft. Na schön, versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Totti. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arenaleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Dasselbe erwarte ich natürlich von dir. Oh, wie fies er immer guckt. Er fängt gleich mit seinem Signature an? Okay. Aeras. Letarking muss jede zweite Runde aussetzen. Aber da kommt der Hyperdrang schon. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Dafür, dass Letarking auch jede zweite Runde aussetzen muss, ist der Angriff ganz schön stark. Nein! Ach, verdammt. Letarking hat mich noch nicht einmal angegriffen. Vielleicht hat er doch zwei Letarkings.
Aber auch so nice, wie Schwalbos so richtig so in der Luft schwebt, als wenn so Wind von unten kommt. Ich denke mal, er hat zwei Lethargien. Weil beide waren jetzt auf 28. Also sein Signature ist bestimmt 31, oder? Nee, Level 30, alles klar. Ah, Eros! Na komm, Eneko. Gesang. Was kann das nicht? Kann er nicht gleichzeitig verliebt sein und schlafen doch? So, Eneko. Finte. Vielleicht kriegen wir es sogar mit Eneko hin. Blitz. Hört sich eher wie Kanon an. Kanon an. Ich frage mich eigentlich, wenn Lethargien schläft und nicht die Augen geöffnet hat, wie Blitz dann überhaupt wirken kann, aber vielleicht kommt das ja noch bei den Entwicklern. Als ob. Na gut, Lobok muss ran. Das ist nicht wahr. Ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich gegen meinen eigenen Sohn verloren. Du hast wirkliche Fortschritte gemacht, mein Junge. Aber gut, das ist für dich. Der fünfte Orden, endlich! Heimzahlung. Puh. Ich muss schon zugeben, als Arenaleiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Na gut, Torti. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Oh, Torti, Arenaleiter Norman. Was für ein Zufall. Euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier nur auf der Durchreise, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Du legst dich aber ganz schön ins Zeug, stimmt's, Taiko? Das sehe ich auch ohne Zug. Sehe ich dir auch ohne zu kämpfen sofort an. Wirklich, das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank.
Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr beide wart es schließlich, die Heiko damals dabei geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das er seinen Freund nennen kann, wäre er heute wohl immer noch so ein schwächlich und krank. Ich bin euch wirklich zum Dank verpflichtet. Weißt du was? Ich möchte mich irgendwie erkenntlich zeigen. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Sobald eins an deiner Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du auch übers Meer reisen. Ich glaube, Neko müsste sogar Surfer kennen. Torti, wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko hinter Route 18 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhens leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch viel Erfolg. Verstanden, dann werde ich mich bemühen, mit Torti mitzuhalten. Na gut, Papa, ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Komm, Torti, dann wollen wir mal. Heiko, ich bin mal gespannt, wie stark du und dein Pokémon-Team bei unserem nächsten Wiedersehen werdet. Pass gut auf dich auf, Torti, und schau ab und zu mal bei Mutti in Wurzelham vorbei, damit sie sich keine Sorgen macht, hörst du? Los geht's, bis bald, gute Reise, mach's gut. Ja. Schon seltsam, Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn, aber andererseits stimmt es mich auch etwas traurig. Ah, was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das Gleiche gesagt. Was sie nicht sagen. Aber soll ich ihnen was verraten? Solange er nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was sie meinen. Ja. Norman sagte, wir sollen unsere Reise hinter Route 118 fortführen. Stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi ein. Aha, Route 18 liegt also nördlich von Malvenfrost City. Torti, wo wir zwei schon mal hier sind, können wir gemeinsam nach Malvenfrost City aufbrechen. Schließlich führt der Weg ja auch auf die Route. Puh, der Weg bis nach Malvenfrost City war doch ganz schön weit, was? In diese Richtung liegt 118. Ich bin schon total gespannt, was für Pokémon mich da erwarten. Ich gehe schon mal vor, Torti. Wir sehen uns. Bis dann. Ich will jetzt erstmal ins Pokécenter. Aber zuvor... Surfer. Was? Nee, Neko kann keinen Surfer erlernen? Alles klar, dann fahren wir uns gleich ein Wasser-Pokémon. Was wir denn mit ins Team nehmen? Es sei denn, es ist Carpador. Wobei Carpador, glaube ich, auch keinen Surfer kann. Selbst wenn es ein Wasser-Pokémon ist, aber ich glaube, die Entwickler sagen, pass auf, Carpador ist so dumm zum Surfer einsetzen. Ich hatte doch auch eine Angel, oder? Ja, hier. Oh, cool, sogar eine Pose. Warum beißt nichts an? Jawohl. Wir fangen es einfach mal. Damit wir zumindest rüberkommen. Carpador werden wir nicht mit ins Team nehmen. Definitiv nein. Auch Garados nicht.
Ja, wie ich mir schon dachte, kann auch kein Surfer. Wo krieg ich denn ein Surfer-Pokémon her? Ich leg das Carpador erstmal ab. Wo krieg ich denn Pokémon mit Surfer her? Bin gerade am Überlegen. Winkel könnte Surfer. Theoretisch gesehen. Gerade am Überlegen, wo ich Surfer herbekomme. Florbel kann, glaube ich, auch keinen Surfer, den Kader genauso wenig. Ist das ein Megastein? Meine Leidenschaft für Fahrräder führt mich hierher. Gut, ich könnte Gold-Dings weiterentwickeln, dann kommen wir zumindest da weiter, aber. Gibt es nicht irgendwo Meryl? Bei Meryl oder beziehungsweise Azumarill würde ich gerne mit ins Team nehmen. Kann mal schauen. Oh cool. Ja, hier kriegt man Meryl mit Surfer. Ah, wartet mal. Gut, 117. Ja gut, hier muss ich aber auch Surfer wieder ein. Obwohl, ne, hier gibt es Meryl auch so im Gras. Cool, ja. Surfer, Surfer, Surfer. Surfer, 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 Surfer. Und hier gibt es aber auch im Gras, Meryl im Gras. Okay. Wenn es Meryl da oben im Gras gibt, dann versuchen wir es uns doch zu holen.
Meryl, komm raus. Zickzack kann aber, glaube ich, auch Surfer. Soweit ich weiß. Haben wir so Glück wieder wie bei Carpador, oder? Ist Carpador die Ausnahme? Ja, super, wie soll ich Zickzack denn schwächen? Ah, mit Eneko. Aber Zickzack werden wir auch nicht mit ins Team nehmen. Also. Aber vielleicht könnte ich Gesang einsetzen. Dann schläft das Pokémon zumindest. Hallo, Roselia. Ja, hallo Meryl! Geht doch. So, da kommt unser viertes Teammitglied. Gesang. Schwächen kann ich es leider nicht. Ach, Pokébälle habe ich nur. Aber reicht aus, okay. Okay, willkommen im Team Meryl. Haben wir sogar zwei Feen-Pokémon drin im Team. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part machen wir uns auf den Weg nach Baumhausen City. Alles klar, bis dann.